So, Michael Smolik holt sich ein neues Auto. Richtige Protzkarre. Ich bin gespannt, was der Smolik sich denn da gekauft hat. Schreibt es bitte nicht in den Chat, falls ihr das Video schon gesehen habt. Ich bitte euch. Wir haben jetzt ein Problem, meine Damen und Herren. Da gibt es was, Mike, was du vielleicht wissen solltest. Das ist schon mal kompletter Mist. Was ist das denn hier? Ja, der Soundtest ist ein bisschen miserabel ausgefallen, gebe ich zu. Hallo Leute, willkommen bei Michael Smolik. Schön, dass ihr mal wieder mit am Start seid. Wir sind hier im schönen, wunderschönen Zatteldorf, meiner Heimat. Wir holen jetzt meinen Vater ab, denn heute werde ich mein neues Auto abholen. Ich habe zwar schon gesagt im vorherigen Video, wenn ich mein neues Auto abhole, nehme ich auch meinen Vater mit. Das wird lustig. Oh, Kurva, oh ja, Pirdolle, Alter. Der wird dann die Kamera voll brüllen. Das Auto ich mir holen. Vielleicht habt ihr es aber nicht gesehen, deswegen verrate ich es euch jetzt nicht. Luzi und Jan. Hallo. 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 Das ist meine Mom, die wurde operiert am Auge. Ja, Leute, kann ich nicht alles. Sie kann gerade mit dem rechten Auge nicht sehen. Nicht richtig sehen. Der Papa mit schönem Miami-Hemd, Alter. Sehr, sehr geil. Ja, hallo, ja. Hallo. Ja. Ich muss noch kurz ein paar Sachen wegschmeißen. Müll und so. Und dann fahren wir. Ist die dich, ja? Oh, ja. Oh, noch Geschenke hier, okay. Ich habe dann auch also die Privatfotograf oder was? Ja. Kameramann. Kameramann. Da komme ich in Nachrichtenmüll, was? Ja. Gut. Wir haben doch im letzten Video über Geschwindigkeitsüberschreitungen geredet, ne? Kannst du dich erinnern? Ja. Da hat der Master wieder zugeschlagen. Ach komm, 30 Euro, das geht. 30 Euro ist doch gar nichts. Smolik, mein Liebster. Easy. 8 km/h zu. Ey, ich muss auch noch überweisen, Digga. Ich hab mit meinem Vaters Transit, ich stehe gefühlt jeden Tag im Halteverbot. Mein Vater ist so ein Typ, der schickt mir einfach nur das Bild. Der schickt mir nur das Bild. Überweis, du Hund. Oh, gut getroffen. Aber nur 30 Euro, dann war es ja nicht so schnell. Nee, es war nicht 8 km/h. Man kann es auch übertreiben. Wisst ihr, was mit dem ersten Brief immer passiert, nicht bekommen davon? Smolik ist Pole, ja. Und jetzt auch Vollblutpole, wenn ich so seine Eltern sehe, auf jeden Fall. Das sind typische polnische süße Eltern, die er da hat. Einfach um die zu ärgern. Die haben dazu noch Spoiler, alles Mögliche. Schau mal, bitte. Oh. Sehr, sehr krass. Der Vater steht wohl auf amerikanische Muscle Cars der neuen Generation. Gute Nacht, Joe. Oh ja, der ist schick. Also, aber musst du vorne gucken, ne? Ich kann auch den nehmen. Also ich mag so Autos persönlich gar nicht, aber der Papa ist auf jeden Fall stolz. Papa, wie der glitzt. Ja. Das ist ja Waschkeramikbeschichtung. Und wie alt ist das Auto, Papa? 6 Jahre. 6 Jahre, 20.000. Das ist viel gefahren. Spoiler habe ich gemacht. Sehr gut, sehr gut. Ist das Camaro? Ist das ein Camaro? Ich will gar nicht wissen, wie oft er da mit der Poliermaschine stand. Da kannst du mit einem Nagel drauf, passiert nichts. Ja, und Nagel, bloß nicht Nagel werden. Ich poliere jede Kabelchen. Schau mal. Oh ja, boah. Sehr gut. Junge, das Ding sieht aus wie neu. Das Ding sieht aus wie neu. Ist ja besser mit Fahren, aber so sieht ja ganz falsch. Oh, was ist das? Hier ist aber dreckig, Papa. Das ist nicht ja, ordentlich geputzt. Ein paar Fliegen, ja, Fliegen. Genau. Letztes Mal, wenn ich gefahren bin, habe ich ihn nie geputzt. Ja, das ist ja nicht ordentlich gemacht hier. Also das ist ey, ich feiere jetzt schon die Eltern, die sind cool. Eieiei, das war. Ich habe gerade. Nee, Gott sei Dank. Boah, ich habe gerade einen Weißen gesehen. Und dachte mir, bitte, ich habe mir keinen Weißen hingestellt. Ey, ich hoffe, das ist ein Flex-Video und nicht dieses. Wie letztes Mal von Tim Budesheim. Ich meine, ist ja nicht schlimm, dass er sich einen VW-Bus geholt hat, aber manche machen die, erlauben die sich wirklich so Späße für Clickbait mit. Ich hole mein neues Auto und dann kommt irgend so eine Zweitwagen-Geschichte. Ich will mal hier einen fetten Wagen jetzt sehen, Alter. Was ist denn los? Ich will ein fettes Auto sehen. Jetzt, Gott sei Dank, ich sehe nämlich schon. 2016, habe ich 6 Jahre fast alt. 20.000 Kilometer. Ja, ich war richtig stolz drauf. Ja, ja. Erzählt weiter von seinem Camaro, richtig stolz, geil. Also wir sind auf jeden Fall bei Mercedes. Wir sind auf jeden Fall bei Mercedes. Ihr wisst, Smart gibt es auch bei Mercedes und ich habe gerade schon gelesen im Chat, es wird ein Smart. Ich hoffe nicht, bitte. Gucken wir mal, was ich... Hit Lennys, danke dir fürs Prime-Abo. Hinter Türchen Nummer 1 verbirgt. Verbirgt, ist das überhaupt richtiges Deutsch? Nee, ne? Wie Türchen Nummer 1, holt der 2 Autos oder was? VW-Bus ist neu, teurer als der Camaro. Safe, 100%. VW-Bus ist ein geiler Wagen, Alter. Passt schon. Ihr habt's verstanden. Also. Macht doch nicht so spannend. Was ist das? A-Klasse, Limousine.
CLA. Oder neue C-Klasse, ne. Neue C-Klasse ist sehr, sehr geil, aber das ist keine neue C-Klasse. A-Klasse Limousine oder CLA? Und jetzt müssen wir noch ein paar Daten erfahren. Mike, ich störe ungern. CLS könnte es auch sein, tatsächlich, könnte auch CLS sein. Das Gespräch, aber drop mal ein paar Daten von dem Auto. Ja, was haben wir da? CLS 400 Diesel. CLS, die sehen von vorne fast alle gleich aus. Habe ich mir eine Zeit lang auch angeschaut, aber irgendwie kann ich mich mit dem Heck nicht anfreunden. Ich weiß nicht warum. Das Heck gefällt mir irgendwie nicht. Mit 330 PS. Zwar ein bisschen weniger wie bisher, aber ausreichend. Verbrauchswerte sind deutlich günstiger und trotzdem haben wir genügend Leistung, um richtig schön von A nach B zu fahren. Ja, da wird der ein oder andere sagen, oh mein Gott. Der ist aber sehr, sehr lang, Freunde. Der CLS ist eine sehr, sehr lange Limousine. Ist ein schönes Fahrzeug, safe. Gott, jetzt holt er sich einen Diesel, im AMG zum Diesel, aber ich fahre 60.000 im Jahr. Und ich dachte mir, abgewogen, hole ich mir noch mal einen GT oder hole ich mir jetzt lieber einen Diesel? Weil der war halt noch zur Auswahl jetzt. Ich konnte den mir holen oder einen GT. Ich konnte mir keinen anderen aussuchen. Die waren eben noch auf Lager. Und deswegen habe ich ein bisschen vernünftiger entschieden. Ist ja nicht so, als wäre das ein schlechtes Auto. Nee, um Gottes Willen. Sehr, sehr schönes Auto. Also ich hatte schon mal, nicht, dass es so rüberkommt, weil ich habe auch in ein paar Kommentaren gelesen, ja, der Smolik schraubt sein Ego runter und fährt jetzt ein CLS und ich fahre ein Fahrrad. Also so ist nicht gemeint. Ich schätze das natürlich sehr und es ist ein super schönes Auto. Ich hatte den schon mal als, ich glaube als AMG sogar war das, im schönen Grau und jetzt halt eben als Diesel im Schwarz und ich bin super stolz und super froh darüber. Mega, dass ich so eine Chance einfach bekomme, so ein Auto fahren zu dürfen. Ganz klar. Jetzt erstmal der Schlüssel. Spackzylinder. Gibt es da irgendwas zu beachten? Nix, ne? Mach die Tür auf. Soundcheck brauchen wir nicht. Wie gehabt. Wo lebt der Bro? Diesel teurer als Benzin. Ja, das stimmt. Wenn du nur vom Preis ausgehst, definitiv. Steuer auch teurer. Aber wenn du wirklich 60.000 Kilometer im Jahr hast und vorher ein AMG gefahren bist, dann ist auch scheißegal, ob der Diesel 30 Cent teurer ist. Du wirst so oder so sparen. Selbst er mit seinen 300, wie viel PS hatte, 330, 340, wird einen Autobahn-Langstreckenverbrauch von, ich denke, 7 Liter haben. Das kriegst du mit einem AMG nicht hin. Ja. Wenn du gescheit fährst, ne? Wenn du gescheit fährst. Jetzt kommt das Allerbeste am neuen Auto. Oh. Papa, was ist das Allerbeste beim neuen Auto? Die Farbe. Nein, Folie abziehen. Nein, der Geruch, danke schön. Der Geruch, okay. Der Geruch. Ich hätte gedacht, Folie abziehen vom Tacho und so. Einmal eine Nase nehmen. Oh. Neuwagengeruch ist doch das Beste. Oh, stimmt, jetzt riecht es auch. Boah, das riecht so geil, oder? Wenn es das als Parfüm geben würde, ich würde es mir drauf sprühen. Die größte Umstellung wird aber sein, sage ich euch ehrlich, dieser Hebel hier. Ich habe bisher hier geschalten, jetzt muss ich hier wieder schalten. Kenne ich auch. Das ist wirklich eine Umstellung. Willst du Scheibenwischer anmachen oder Blinker und bedienst auf einmal den Gang? Der Mercedes eigentlich, oder? Eigentlich ja, aber bei dem GT ist halt in der Mitte. Der Sound ist halt sehr stark, brutal. Müssen wir auf jeden Fall mal einen Soundcheck machen. Soundcheck machen wir gleich. Ja. Also mega. Der GT ist nichts dagegen, Leute. Wenn ihr das richtig hier hören könnt in der Halle, jetzt müssen wir das erstmal hier einstellen. Jetzt machen wir die Körpergröße 1,91. Positionierung starten. Diese Einrichtung mit gib deine Körpergröße ein würde bei mir niemals funktionieren, weil ich sitze im Auto so. Also wenn du neben mir an der Ampel stehst, du weißt gar nicht, ob einer im Auto drin sitzt, weil ich verschwinde hinter der B-Säule, wie ein Vollassi. Krasser Scheiß. Also so wie du ergonomisch am optimalsten sitzen würdest, gibt natürlich immer noch... Das ist schon mal kompletter Mist, was ist das denn hier? Wie weit fährt denn das Lenkrad hier raus? Das will ich aber nicht so haben. Und dann gibt es die Memories. Wir haben jetzt ein Problem, meine Damen und Herren. Ich habe zu Hause tatsächlich... Koffer dabei. Kofferraum. Klappe vergessen. Der eine oder andere wird sich fragen, warum vergisst er die Kofferraumklappe? Also da hat Mercedes bzw. der GT ein bisschen Mist gebaut. Also nicht der GT hat Mist gebaut, sondern Mercedes hat Mist gebaut. Das ist bei dem GT nicht so optimal. Weil wenn nur ein bisschen was dagegen kommt, sagen wir mal der Koffer hier,
dann geht das direkt wieder hoch. Und es nervt so krass, deswegen habe ich es rausgenommen, als ich die Wasserflaschen da drin hatte und Wasserkisten. Habe ich das zu Hause vergessen. Naja, mal sehen, wie es der Mike aufnimmt. So, das hier ist tatsächlich Tradition, dass ich in jedem Auto diesen Rosenkranz habe, seit ich mein erstes Auto habe. Ich dachte schon, die Boxhandschuhe. Das mit dem Rosenkranz, das haben wir bei uns auch oft. Tatsächlich. Er wurde von dem Priester gesegnet, soll mich beschützen. Wird der katholisch erzogen. Er blinkt einfach so ein bisschen. Eddie spendet 1 Euro. Ich danke dir, mein Lieber. Vielen Dank. Also der mein Schutzengel mit dabei. Da hat tatsächlich Rini Bonjasky drauf unterschrieben. K1-Legende. Und was wir auf jeden Fall... Bonjasky kennen wir alle. Ist wirklich eine krasse Legende. Müssen wir uns mal die Highlights reinziehen. Weil nicht vergessen dürfen, wir sind ja die Deutschen. Die nehmen wir mit, da kennen wir nichts. Ja, und hier Rewe Pfand haben wir noch. 45 Euro. 45. Boah, Digga, den würde ich direkt einlösen. Was machst du denn da? Hast du halben Volltank? 90. Jetzt muss ich dem Mike noch gestehen, dass ich den Kofferraumdeckel vergessen habe. Und dass vorne noch ein Stein steckt. Da gibt es was, Mike, was du vielleicht wissen solltest. Ja. Zwei Sachen. Einmal vorne habe ich einen Steinschlag. Da ist voll der Riss drin. Der ist vor... Den Schlüssel vergessen wahrscheinlich. Den habe ich vergessen, ja. Aber ich habe was anderes vergessen. Schein. Nimm einfach nur Monohydrat. Nehm. Den Kofferraumdeckel. Ja, einfach. Bei Gelegenheit dann. Weil der GT... Weißt du, was beim GT ziemlich schief läuft beim Kofferraum? Wenn da die kleinste Kleinigkeit dagegen kommt, dann geht der gleich immer hoch. Das hat mich so genervt. Hier wird Mercedes ja komplett... Komplett niedergeschmettert, ja? Jetzt habe ich das rausgenommen. Aber morgen kommt meine Freundin, die nimmt den mit. Okay. Und dann ist er bei meinen Eltern und kann man den hier abbringen. Dass ihr Bescheid wisst. Und den Schlüssel nimmt sie auch mit. Und der Schein ist aber drin. Klar, klar. Der Schein ist drin. Ich habe letztes Mal den Schein vergessen. Auch gut. Alles noch. Drago, der war gut, Alter. Schön erdemgerechtes Fahrzeug, oder was? Mama, ein Carporn hier, was ist denn? Bin ich auf diese Abschiedung gespannt. Kein Carporn? Hat dir gute Dienste erwiesen eigentlich, oder? Die ersten Kilometer sind absolviert. 30 Kilometer habe ich gerade auf dem Tacho gesehen. 36 mittlerweile. 43 sind hier. Und 43. Wie ist der erste Eindruck? Na gut. Also gut. Mercedes macht ja immer super Autos. Ja, der Soundtest ist ein bisschen mies. Vor allem, wenn du vom V8 kommst, mein Lieber. Vom V8 mit, ich glaube, 585 PS, wenn das ein 63er GT war, in ein Diesel, das tut weh, Alter. Das tut weh. Der Rabel ausgefallen. Also wenn man Autoliebhaber ist, tut das wirklich. Allen gebe ich zu, würde man erwarten beim Diesel, aber der fährt sich super. Also ist wirklich ein sehr, sehr schönes und tolles Auto. Ich bin super happy und jetzt habe ich gerade meinen Daddy zu Hause abgesetzt. Ist immer wieder schön, ihn zu sehen. Und ich glaube, er hat sich auch gefreut, dass ich ihn mitgenommen habe. Titan, du weißt Bescheid. Was mich noch interessieren würde, man soll ja eigentlich das Auto 1000 Kilometer einfahren. Ja. Jetzt haben neue Autos oft eine Sperre. Hast du das festgestellt? Reglementiert das irgendwann? Ab 2000, 3000, 4000? Und diese dreht ja auch gar nicht so hoch, ne? Also ich würde den auch ganz gerne einfahren und dab den jetzt auch gar nicht durch. Also ich mach das tatsächlich. Ich glaube, es geht tatsächlich auch gar nicht. Ich glaub's nicht. Ich glaube, bei Mercedes ist... Komm, mal testen wir das jetzt mal. Bei einem Diesel ist eh egal. Nein. Alter, gibt's auch Diesel mit ordentlich Wumms. Ich glaube, ich habe das mal gesehen irgendwo bei JP vielleicht sogar. Sport Plus, jetzt testen wir mal, wie hoch der dreht. Ich glaube, er dreht normal. Ja, der dreht normal. Diesel dreht ja nicht so hoch, wisst ihr ja. Also Power hat er schon. Der hat ja über 300 PS. Ist jetzt natürlich kein AMG, ist ja logisch, aber Power hat er schon. Also ist ein starkes Auto. Kann man nicht sagen. Ja, und jetzt fahren wir zum Pratzentraining, zu meinem alten Gym. Also ich habe das abgegeben, das gehört mir nicht mehr. Einfach, weil ich keine Zeit mehr hatte. Aber ich darf da logischerweise immer noch rein. Da hängen auch noch Bilder von mir. Und das ist einfach so, ja, das liegt in meinem Herzen, muss ich sagen. Und da trainieren wir jetzt gleich noch. Und dann nehmen wir euch natürlich mit. Aus dem Video? Aus dem legendären Video? Hast du mitgenommen? Aus dem legendären Video, wo ich den Boxautomaten angezündet habe. Nicht aus dem 21 Millionen Klick-Video von der Kirmes. Das ist nicht. 21 Millionen Klick-Video hat der? Alter Schwede. Aber den habe ich auch schon angezündet. Dass der noch überlebt hat.
Warum zündet man einen Box? Haben die gegen brennende Boxbirne gehauen oder was? Müssen wir uns mal reinziehen. Unglaublich. Was ist das für ein Gerät? Das testet, wie viel Wasser in einem ist, wie viel Fett, wie viel Muskeln und... In-Body-Waage hat doch letztens der Thunfisch, glaube ich, gemacht, ne? Keine Ahnung, voll die fancy Sachen. Ist jetzt wahrscheinlich nicht 100%, aber so, man hat halt Anhaltspunkte. Da kann man nur draufstehen. Ja. Oh, das sieht schon mal sehr gut aus. 10% Körperfett? Das kann doch gar nicht sein. 10%? Nein. Hättest du da mehr oder weniger? Ich habe mehr. 12,5 oder so. Aber 50 Kilo Muskelmasse. Das kann stimmen. Der legendäre. Ich habe auch noch was für dich. Geburtstagsgeschenk. Geburtstagsgeschenk? Ja, nachträglich. Eine schöne Dior-Box. Oh nein. Smolik, falls du Geburtstag hattest, alles Gute nachträglich. Alter, die habe ich mir voll, ich habe mir die so gewünscht, ich habe immer gesagt, ich finde die so geil. Ich hoffe, der Kollege hat die aus Alanya mitgebracht. Nach einer Woche geht die Sohle hinten ab. Ey, Markus ist verrückt, Mann. Ey, Markus, das sind die, die ich immer wollte. Ja, weißt du doch, Mann. Ey, danke schön. Ich wollte ja nicht die gleichen Lame kaufen, die jeder gefälscht hat, sondern das sind die neuen, weißt du? Alter, die sind voll geil, Mann. Gefallen sie dir, ja? Voll, ich liebe die. Scheiße. Der hat die Originalen. Ich wollte die immer haben, aber ich habe mir die nicht selber geholt. Er ist so geizig, wenn es um sich selber geht. Das Rattentraining macht er da. Holt sich die Schuhe nicht selber, steigt auf den Diesel um. Mensch, Smolik, was ist los? Ich mache nur Spaß, Grüße gehen raus, mein Lieber. Ey, du wohnst übrigens nicht weit von mir entfernt, ne? Du weißt, was das heißt. Wäre mal Zeit hier für ein gemeinsames Training oder so. Wäre mal cool, was zusammen zu machen. Einfach nur, um nochmal ein bisschen zu schwitzen. Aber bitte kein Sparring. Haust du mir aber die Birne zu, ne? Ein bisschen die Bewegung drin zu haben, weil ich bin... Die Birne ein, Entschuldigung. Ich bin so am Arsch, also ich bin wirklich Endlevel am Arsch gerade. Okay. So viel Wasser laden, fühlst du dich, als hättest du noch nie Sport gemacht und deswegen... Smolik im Verhör, das wäre auch eine ganz, ganz geile Idee. Ist einfach nur ein bisschen zu bewegen, nochmal ein bisschen vielleicht Wasser zu verlieren, wobei ich muss ja nochmal... Bolde Boris, ich danke dir, mein Lieber. Noch 3 Liter muss ich heute noch trinken. Fast life, I was racing it, and I knew I had to pay for it. Always knew that I was made for this. My path, my shit. My path, das war an, die Kick-Up zu kriegen. Ich ging auf die Polster von der. Mohammed, danke dir für die netten Worte, Alter. Sehr, sehr geil. Viel Spaß mit dem Livestream. Ich bin's gewöhnt. Dämpfst du so viel, das sieht so aus, als würde es trotzdem noch. Wichtig ist, dass du voll dagegen gehst. Nicht, dass du weggehst, weil dann verletzt er sich und verletzt ich mich. Du musst dagegen gehen. Gegen den, Es ist gegen die Intuition, aber du musst voll dagegen. Schuhe schenkt man einer Frau nicht. Ja? Schenkt man einer Frau nicht, weil die dann wegrennt. Verstehe. Dann geht's. Altes Sprichwort. Ob da was dran ist, weiß ich natürlich nicht. Beckig ist eklig, aber so geht's. Weise Worte. Das waren ein paar harte Kicks auf jeden Fall, mit ganz viel Aggressivität dahinter. Übrigens haben wir hier einen Ex-Profi-Fußballspieler anwesend. Wo hast du nochmal gespielt? Jens Jeremies oder wer kommt jetzt? Hannover 96, VfB Stuttgart. Was, wo? Hannover 96. Ja. Hannover 96? Ja. Ich bin leider nicht so in der Bundesliga-Thematik drin, Freunde. Ich kann euch nicht sagen, wer das ist. Tut mir leid. Alex, schlaf gut. Wo spielst du jetzt noch? Sportfreund Schwäbisch Hall. Welche Liga? Verbandsliga. Verbandsliga. Aber man muss sagen, er hat es aufgegeben wegen seiner Familie. Das ist ein Like wert hier. Respekt. Auf jeden Fall habe ich jetzt für Markus noch ein Einweihungsgeschenk für deine neue Wohnung. Atlas, das habe ich. Ich habe genau die gleiche Figur. Oh, das ist aber geil. Genau die gleiche Statue. Danke, Bro. Ich dachte gerade, es wäre der WM-Pokal. Dachte ich auch, als er mir gesagt hat. Habe ich tatsächlich auch gesehen. Gedacht, dass es der WM-Pokal ist. Den man so kennt. Echt Gold natürlich. Ja, das ist klar. Danke dir, Bro. Da freue ich mich. Was macht ihr hier?
Nix. Wir checken gerade den unglaublich geilen Auspuff hier. Wir haben uns gefragt, warum der Sound so unglaublich geil ist. Und jetzt haben wir die Antwort gefunden. Sieht aus, als wäre der Auspuff hier natürlich nur AMG-Line, aber in Wirklichkeit ist es ein Traktor-Auspuff hier. Deswegen. Wo ist ein Diesel? Der wird niemals Sound haben, außer du knallst einen Soundgenerator rein. Was aber auch ein bisschen komisch ist. Ne? Hört er sich auch wie ein Traktor an. Die Blenden für die Blender. Wir waren gerade noch geil essen, wie ihr gesehen habt. Ich habe den ganzen Tag auf diesen Moment einfach nur gewartet. Ich habe meine ganzen Kalorien aufgespart, dass ich dann noch geil essen kann. Weil morgen darf ich gar nichts mehr essen, gar nichts mehr trinken. Und dann am Samstag geht's rund. Ich hoffe, der Vlog, das Video hat euch gefallen. Und ihr wisst, ich bin ab jetzt bei ISN. Das heißt, ihr könnt mich auf meinem Weg unterstützen. Kriegt immer die besten Rabatte mit dem Code SMULIK, damit wir weiter Content produzieren können für euch, Mehrwert schaffen können. Und ich bin jedem Einzelnen dankbar. Vielen, vielen Dank, dass ihr an meiner Seite seid und mit mir durch den Kampf durchgeht. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Danke, dass ihr mit am Start wart. Lasst ein Like da und ein Follow. Bis dann, euer Michael Smolik. Cool. Gibt's auch noch was? Outro-mäßig? Ne, das war's. Geil, Freunde. Michael Smolik mit seinem neuen Wagen und ein bisschen Pratzentraining. Gefällt mir gut, Alter. Mach schöne Videos. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde, und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Lasst auf jeden Fall ein Abo da bei dem Kanal, kommentiert wie immer fleißig und falls ihr mich supporten wollt, findet ihr wie immer die besten Supplements auf powerstage-germany.de. Mit meinem Rabattcode sichert ihr euch den besten Rabatt. Damit supportet ihr mich ordentlich und sichert euch feine Subs. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Adios.